Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Planetenkraft. Erlebe jetzt die Kraft der Planeten bei Planetenkraft. Nur hier. Bei denen die Kräfte der Planeten kräftig sind. Okay, so, mal gucken, ob sie reinpasst. Wir wollten jetzt hier den Crafter bauen, damit wir hier Uranstangen fabrizieren, wenn wir jetzt überhaupt genug haben für wahrscheinlich nur ein oder so. Müssen wir wahrscheinlich noch eine Kiste bauen. Das war jetzt nicht alles aus dem Bohrer, ne? Das haben wir eben da reingeworfen, also letzte Folge. Okay. Für eine Kiste bräuchten wir jetzt noch... Oder pass auf, wir können auch direkt 3 Eisen farmen. Und ein Regal da reinbauen. Ich seh's. Aber will ich's einsammeln? Ja, oder? Üneisen. Wo bist du denn, Üneisen? Okay. So. Das lassen wir auch mal gerade hier, weil wir wollen mal gerade in die Wüste fliegen. So, wenn wir jetzt immer noch eine Ladung zurückgebracht haben, dann, ja, keine Ahnung. Wir müssten eigentlich noch so einen Bohrer in die Uranhöhle setzen. Mir kam das so vor, als wenn ich viel mehr zurückgelassen hätte. Eigentlich, weißt du, eigentlich müsste man genau hier starten. Bei dem Typen, der es nicht auf die Reihe gekriegt hat. Einfach um ihn zu beweisen, hier Junge, guck, so geht das. Und dann selber verkacken. Nee, ich meine, dann richtig machen. Er ist schon am Arsch der Welt, also... Die arme Wurst. Tu mal lieber das Würstchen, Mama. Jo, okay, wir können schon wieder gehen. Ich glaube, hier müssen wir noch öfter hinkommen. Aber jetzt beim nächsten Mal erstmal nicht mehr. Jetzt müssen wir erstmal ausruhen. Alter, wir können auf jeden Fall ein paar Raketen ins All schicken. Was brauchen wir? Wir brauchen O2, ne? Oder... Ne, wir brauchen Luftdruck. Druck. Luftdruck. Druckiger Luft. Das sind wie viele Raketen? 3. Uiuiui. Gucken wir, ob wir noch mal 3 haben für noch einen Uranstab. Warte mal. Ach, noch einer. Komm schon.
Ich gieße mir mal gerade was Cola ein, so lange. Also, und sonst so. Also wehe, da kommt jetzt schon wieder irgendwie ein Eisen raus. Oder ein Silizium. Wehe, da kommt ein Silizium raus. Aha. Ich wollte gerade was trinken. Ich habe schon nach dem Glas gegriffen. Jo. Warnung, Hydrationsniveau niedrig. Wir brauchen Silo. Lol, wir brauchen nur noch ein Wasser. Ach, wir haben gar keine Leiter mehr. Und, können wir noch einen machen? Nee. Zwei brauchen wir, ne? Jo, drei sogar! Ach du Scheiße. Ich dachte, zwei braucht das. Siehst du, schon wieder vertaren. So, Baumstreuer. Jetzt aber. Also, wir brauchen Bakterienprobe. Ach, das ist Muttergen. Nee, warte, erstmal. Bakterienprobe war nochmal. Drei Algen, drei Wasser. Müssen wir uns nochmal gerade leer machen. Ich beschwere mich nicht mehr. Ich beschwere mich da nicht mehr. Vielleicht bauen wir eine Rakete gerade. Egal, machen wir jetzt gerade mal, ne? Eins, zwei, drei. Dann machen wir das danach, die Rakete. Ich will erstmal den Baumstreuer bauen, sonst haben wir den schon wieder vergessen. Oh, E-Mail. Sie haben Post. Dünger. Dingensbummens. Dünger. Baumrinde und Kunststoff. So, die Bäume will ich aber hier haben, oder? Oder? Ist ein bisschen krass vielleicht. Hä? Platziert hier einen Baumsammler. Ersten Baumsammler. Muss auf einer Wasseroberfläche. Hä? Warte mal, pass auf. Wir gehen in die Wüste. Wir machen hier eine Oase. Oasis. Oder da unten ist ja schon ein bisschen was. Alter, guck mal, jetzt ist es ja immer krasser. Was ist los? Oh, oh. 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 Gut, ich habe sowieso den Baumsamen vergessen. Egal. Da.
Wunderschön. Aber wir haben noch, soll mich lieber den, warte mal, welcher ist das denn besser? Den ich mal gefunden hatte, oder? Den habe ich doch schon mal rausgenommen, weil ich den irgendwie, dann habe ich den spazieren getragen. Oh Mann, jetzt bin ich, da ist er. Den machen wir erstmal den. Jetzt aber was trinken hier. Wunderschön. So wie ich. Bezaubernd. Bezaubernder Mar. Und schon wieder dunkel. Oh, hier hat einer eine Kiste verloren. So ein Loser. Ach du Scheiße, was ist denn da hinten los? Das war doch sonst noch nie. Kommen jetzt die Monster? Was macht denn der? Sauerstoff 920. Heilige Scheiße. 85 Biomasse. Gut. So, jetzt machen wir erstmal Raketen. Raketen. Okay, Ich weiß, müssen wir mal gerade gucken, was sie brauchen. Okay, das brauchen wir nicht. Biomasse, Magnet, hier. Wir brauchen Magnet, das heißt, zwei Superlegierungen, zwei, das ist immer das gleiche. Und dann mit Silizium, Kobalt. Silizium und Kobalt. Ey, Biomasse ist so langsam. Also Biomasse ist, ist aber bei 18.000, also 57.000, 85.000, 65.000. Egal, wir erhöhen jetzt Wärmeluftdruck. Wärmeluftdruck, Luftdruck, scheiß drauf. Machen wir so. Scheiß drauf. Los geht's. Ach, mir egal. Wir haben erstmal wieder ein bisschen Platz. Dann müssen wir noch die anderen Triebwerke holen. Bis zur Unendlichkeit! Mehr Weltraumtrümmer! Toll, da oben bringt mir das nichts. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, damit das auch runtersegelt alles. Boah, guck mal. Doch, es ist, ach so, das ist für Uran, gut.
Oh. Ach egal, ich sollte jetzt nicht so schnell sterben, oder? Hat aufgehört? Gut. Nächste Rakete. Und die nächste Rakete. Sekunde. Komm, ich geh mal Uran sammeln. Im Hagel. Er schlägt auf der gleichen Position ein. Toll, so viel dazu. Kann sein, dass jetzt doch nur noch Uran einschlägt? Gibt's schon Baumsetzlinge? Oh ja, guck da, Bäume tatsächlich! Das sind immer super Bonsais hier. Guck mal, da sind auch schon Ranken dran. Uralte Bäume wachsen langsam aus der Erde. Ach guck mal, hier sind noch andere Sachen, die jetzt direkt hier wachsen. Ich mache jetzt von jedem Baum einen. Ach guck mal, geht schon wieder los. Ah ne, es ist die zweite Welle. Die zweite Welle, Bugs. Das noch mehr. Jetzt will ich wissen, ob das Iridium ist oder auch. Nee, es ist. Doch, es ist Iridium. Bauschnitt. Bauschnitt. Okay, Baum das, Baum dies. Ich meine, der Luftdruck. Jetzt ist es 95.000 Luftdruck. Ich glaube, jetzt sind wir damit eigentlich auf einem guten Niveau. Wir sollten dann jetzt weiter auf Biomasse pochen, weil Biomasse auch den Sauerstoff erhöht. Ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt auf Baumstreuer. Dann machen wir den nächsten: Aletus. Aletus kotzt das Kind. Blaue, ne? Wow, wow! Blau, Dingens und Rinde. Blau, Dingens und Rinde. Nein, Archie. Baumrinde. Keine Leckerchen. Er mag Baumrinde. Er kriegt ja nie was zu essen, der arme kleine Hund. Nie. So, Baumrinde. Was denn, wenn ich da Baumrinde reintue? Ach, das macht gar nichts. Okay, so. Dann der nächste Baumstreuer. Baumrinde, normale Bakterienprobe. Komm, dann konzentrieren wir uns mal auf normale Bakterienproben. Algen und Wasser. So simpel. Es ist. Gehen wir erstmal. So, machen wir hier mal Wasser raus, weil es ist ja schnell. Oh, scheiße, wir müssen mal. Superlegierung aussortieren gehen. Ich hab zu viel. Wir haben keinen Platz. Wer hätte das gedacht? Alle. Nur ich nicht.
So. Und Algen sammeln. Aber alle. Dann machen wir erstmal Baumsamen. Die müssen ja dann forschen. Guck mal, das ist auch noch Uran. Müssen wir auch noch holen. Baumsamen. Dann kommen überall die Baumstreuer hin. Die verteilen wir schön überall, wo es geht. Ich würde gerne wissen, ob man diese Baumstreuer ersetzt und dann diese Art Bäume auch irgendwo wachsen. Keine Ahnung. Und das Ding ist, ich habe ja schon viele Thumbnails gesehen und so, ne? Als ich hier das geplant hatte, die Vollversion. We made the planet green. Clickbait-Titel Deluxe. Da spielen die Leute direkt 3 Stunden, damit sie so ein Thumbnail machen können. Aber das ist überall nur alles grün. Ich sehe da kein Gras, kein Baum, kein nix. Deswegen waren das eher alte Bilder. Deswegen hoffe ich, dass ich wenig gespoilert wurde. Wurde ich ja auch. Tatsächlich sieht das krass aus, als ich dachte. Deswegen, ne? Leute, also meine Devise ist immer, selbst spielen oder Let's Play gucken. Also Spiele verlieren definitiv ihren Spaßfaktor. Zum großen Prozentsatz, wenn man sich das vorher anguckt. Es sei denn natürlich, es sei denn aber nur, falls ihr das unbedingt selber spielen wollt, ne? Aber wenn nicht, dann empfehle ich natürlich meine Let's Plays. Meine. Ausschließlich. Und noch mehr Wasser. Oh, jetzt bin ich den langen Weg gegangen. Obwohl, macht keinen Unterschied. So. So. Ganzen Algen mal loswerden hier. Warte, wir brauchen auch Dünger, ne? Und Dünger brauchen wir auch. Dann machen wir jetzt Dünger. Und wir müssen die neuen Pflanzkästen bauen. Jetzt reicht's aber auch mal. Der wächst noch. Noch eine Aubergine. Schneller wachsen die nur, mehr nicht. Ach, die wachsen schon schnell genug. Da hätten sie mehr reinpassen können. Das finde ich ein bisschen blöd. Okay, Ah, okay, siehst du, habe ich vergessen. Dann machen wir jetzt mal, müssen wir sowieso bauen. Baumrinde, Plastik. Baumrinde, Plastik. Komische Mischung, oder? Wir haben ja noch einen Ethereum-Samen. Samen. So. Los geht's. Komm, das sind die Bäume, die ich gefunden habe. Die müssen wir... Ja, ich weiß ja nicht. Komm, wir machen hier doch mal ein paar Bäumchen hin. Ich will die schon bei mir sehen. Nein, es ist keine Faulheit. Ich will einfach bei mir in der Nähe mal ein paar Bäume sehen. Oder Büsche. Ich glaube, ja, das ist eher so... Was weiß ich, was für Dinger. Neue Nachrichten haben wir nicht bekommen. Glaube ich. ...25% dauert noch. Oh Mann, jetzt müssen wir warten. Guck mal, 40%. Guck mal, wie das hochrennt. Wärme und Luftdruck laufen. Ich glaube, als nächstes müssen wir nochmal Wärme machen. Nochmal Wärme. Oh ja. Guck mal, es steigt gar nicht, ne? Ich würde gerne wissen, also wir können, der Sauerstoff steigt nicht, nur weil Pflanzen da sind. Ne? Also 73, merken wir bei uns die 73,0. Aber die Baumstreuer machen Sauerstoff. 920 die Sekunde. Blumenstreuer 3 macht 300. Alter, das ist krass. Krass. Ich glaube, wir müssen doch nochmal eine Rakete starten.
Eine Sauerstoffrakete können wir doch noch machen, oder? Ne, ich habe alle gestartet. Also so eine Samenstreuer-Superkanone. Ich habe keine Ahnung. Samenstreuer-Superkanone. Jetzt im Handel. Die beste Kanone. Biomasse-Multiplikator. Ein Generator T2. Doch, der hier. Baumrinde und Mutagen. Baumrinde, Mutagen, Rakete. Baumrinde, Mutagen. Also Mutagen und Rakete müssen wir bauen. Uran-Iridium-Stab. Noch nur ein Iridium-Stab. Machen wir zwei, oder? Warte mal kurz. 4 Uran, 2 Iridium-Stäbe. Ja. Und okay. Ich dachte, ich hätte mehr davon als einen. So, dann brauchen wir 2 Mutagene. Das noch einer. Das und Schwefel. Tut mir leid, mein Gehirn ist zu kurz, als wenn ich mir sowas merke. Ah. Jetzt haben wir 2 Mutagene. Das und Schwefel nochmal. Ich hab's vergessen. Ich meine, ich könnte auch eine Biomasse-Rakete hochschicken. Und noch eine Saatgutrakete. Soll ich über beides machen? Ich glaube schon, oder? Also dann brauchen wir Lirnsamen, 2x Rinde. Ein Lirnsamen, 2 Rinde und 4 Superleitungen. Lirnsamen, Rinde, Superleitung. Wir haben hier bestimmt auch noch Rinde. Rinde! Rinde! Lirnsamen, Supraleitung. Ich glaube, das ist fair, glaube ich, wenn wir beides machen. Aber die Biomasse nochmal pushen ist schon eine gute Idee. Ist immer noch gleich. 73. Es wird nicht schneller. Vielleicht hat das auch nur was damit zu tun. Vielleicht steigt das, wenn die nächste Etappe ist, höher. Wir machen beides. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sauerstoff nicht mehr wächst, wenn die Pflanzen nicht von selbst wachsen. So, erstmal Sauerstoff. Toll. Bevor die Rakete überhaupt startet, geht's schon los hier. Oh nein. Nein! Leroy! Wasser! Oh. Also wenn das Spiel irgendwann mal fertig ist, dann machen wir nochmal eine Runde und dann auf Hardcore. Okay. Und Nummer 2. Biomasse. Ich glaube, jetzt sind wir gut aufgestellt. Viel Spaß im Weltraum, ihr dämlichen Pflanzen. Okay, dann haben wir jetzt unsere Samen. Aber dafür brauchen wir noch einen Baumstreuer, dafür brauchen wir jetzt noch einen Super und eine Baumrinde. Ja. Sollen wir schon mal? Ne, wir haben aber keinen. Doch, ich habe noch Mutagen. Warte mal. Der nächste, ne? Das ist das da. Das haben wir. Wir haben ja gerade gefunden. So, habe ich jetzt noch genug?
Ne, jetzt fehlt mir noch eine Baumrinde. Eine neue Baumrinde, bitte. Eine Baumrinde, bitte. Ich nehme mal lieber beide raus, damit die hier nochmal fabrizieren können. So, wie sieht's hier aus? Gucken wir mal. Wie sehen jetzt hier, sind die schon gewachsen? Ah, sehr schön. Guck. Ja, sehr unspektakulär. Guck mal, die sind einfach ganz kleine Modelle, die jetzt hochwachsen. So kann man es auch machen, ne? Guck mal, wie schnell die jetzt wachsen. Lol. Okay, und jetzt da hinten, würde ich sagen. Guck mal, ist noch überall Uran. Boah, Alter. Es läuft. Das Ding ist, wenn wir alles haben und das Early Access erreicht, dann werde ich wahrscheinlich aber direkt aufhören. Ich weiß ja nicht, wann das ist. Gleich oder... Oder in vielen Folgen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde da nicht das Spiel laufen lassen, weil... Die werden ja Content peu à peu rausbringen. Und dann will ich ja nicht, dass das Spiel einfach weiterläuft und wir dann irgendwie direkt alles freigeschaltet haben. Sondern, ne... Aber ich weiß ja tatsächlich nicht, wie viel war das MTI? Brauchen wir? Warte, ich muss jetzt mal hier. Jetzt mal wieder reingehen. Jetzt geht's schon wieder los, Alter. Ich geh jetzt mal gleich in die Wüste und guck uns mal den... Bäume da mal an. Den, die Bäume. Okay, drei Stück. Wir haben sogar wieder... Oh, guck mal hier. Wir müssen bei dem Uranbergwerk jetzt nochmal vorbeischauen. Warte, müssen wir jetzt mal wieder hier Sachen einräumen. So. Ich muss die Folge auch beenden wieder. Oh. Oh. Plastik. So. Okay, Leute. Komm, wir gucken, warte, wir gucken noch kurz in die Wüste. Ich will wenigstens das nochmal mit euch zusammen angucken. Kann es sein, dass die Biomasse nun temporären Schub gibt? Ach, guck mal, wie hübsch das aussieht. Ich glaube, der Blumenstreuer ist irgendwann ganz unter Wasser. Aber die wachsen immer noch. Ich glaube, die werden noch einiges wachsen. Oder auch nicht. Ist das alles? Ah, guck mal, da müssen sie noch tricksen. Das schwebt. Seht ihr? Der Trick ist ja immer, dass man das Ende so weit unten ansetzt, dass sie noch weit in den Boden ragen. Neuer Baum. Kernfusionsreaktor. Jetzt können wir die Schiffe auch pumpen. Oh, Leute. Bis zur nächsten Folge. Cliffhanger. Haut rein.